Iblis hielt sich für gewöhnlich unter den Engeln auf, weil sie auf der höchsten Stufe der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala waren. Aber Iblis war so gut, dass er in der Lage war, mit den Engeln mitzuhalten. Er war buchstäblich mit den Engeln, aber er war kein Engel. Er ist aus Feuer erschaffen, während die Engel aus Licht erschaffen sind. Er hatte einen besonderen Stellenwert. Er war gottesfürchtig, fromm. Er war wirklich ein richtiger Abid. Er glaubte an die Einheit Gottes, an seine Macht und seine Kraft, an alles. Iblis wandte sich Allah zu. Er war ein aufrichtiger Diener Allahs. Aber Iblis sollte in seiner Aufrichtigkeit geprüft werden. So sagte Allah eines Tages zu den Engeln: Inni khaliqun basharam min tin. O meine Engel, ich werde ein Geschöpf erschaffen, ein Wesen geschaffen aus Lehm. Unseren Vater Adam alayhi salam, den ersten aller Propheten, den allerersten Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala setzte seinen Plan um, aber Iblis gefiel das nicht. Die Engel wissen, dass Engel aus Licht erschaffen wurden und dass Allah die Djinn aus Feuer erschaffen hat. Und den Engeln wurde nun gesagt, dass ein Geschöpf aus Lehm erschaffen wird. Und die Engel wissen auch, was die Djinn zuvor angerichtet hatten, dass sie Blut auf der Erde vergossen und viel Unheil verbreitet haben. So dann hatte Allah subhanahu wa ta'ala Engel geschickt, um sie zu bekämpfen. Also sagten die Engel: Unser Herr, willst du eine Schöpfung erschaffen, die wieder Blut auf Erden vergießen und erneut Unheil verbreiten wird, wenn wir deinen Namen Lob preisen? Sie zweifeln nicht an, nein. Sie fragen, um Wissen zu erlangen, da sie nun verwirrt sind. Sie sehen, was die Djinn eben verursacht haben. Und sie verstehen den Hintergrund nicht, warum eine neue Schöpfung erschaffen werden soll, die erneut Unheil verbreitet und Blut vergießen wird. Allah hat es ihnen nicht erklärt. Sie würden es nicht verstehen, bis sie es sehen. Alles, was er zu ihnen sagt, war: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Als Allah Adam a.s. erschuf, hat Iblis angehört, was die Engel gefragt hatten. Und Iblis begann sich zu fragen: Was ist da so Besonderes an dem Wesen, das Allah erschaffen hat? Neugierde. Zur gleichen Zeit begann etwas in seinem Herzen zu wuchern. Eine Art Neid. Warum? Da ist nun Iblis unter den Engeln, mit dem Wunsch, Allah zu lobpreisen. Er liebt seinen Herrn subhanahu wa ta'ala. Aber nun kommt etwas auf, das er niemals verspürt hatte. Etwas geschieht. Etwas, das er hätte beeinflussen und zügeln können. Aber nein, er lässt zu, dass dieses Gefühl von ihm Besitz ergreift. Das Gefühl von Neid. Also wollte er es sehen. Und er sah sich das neue Wesen an. Aber es beeindruckte ihn nicht besonders. Er war aus Lehm. Es war von dunkler Farbe. Dunkel, da keine Seele in ihm war, nur Lehm, sonst nichts. Er fasste dieses Geschöpf an, er schubste es, er konnte hindurchströmen, da er selbst aus Feuer erschaffen wurde, und er ging durch seinen Körper hindurch. Und er fand heraus, dass dieses Wesen hohl war. Also dachte er sich: Du bist ein schwaches Geschöpf. Zeit verging und Allah subhanahu wa ta'ala beließ den Körper von Adam a.s. so wie er ist. Und jedes Mal, als Iblis dieses Wesen anschaute, empfand er ein wenig Angst. Einen toten Körper anzusehen ist doch angsteinflößend, nicht wahr? Also versuchte Iblis, die Angst beim Anblick dieses Körpers zu bewältigen und sagte: Ich bin besser als du. Du wirst nicht besser als ich sein. Ich bin besser als du. Iblis ist ergriffen vor Neid. Er wird nicht besser sein. Ich bin besser als er. Was ist so besonders an diesem Geschöpf? Ich werde immer Gottes Liebling sein. Und ich werde alles tun, damit es so bleibt. Allah beließ den Körper von Adam a.s., bis dieser Neid immer größer und größer wurde und sich in Stolz, Arroganz verwandelte. Neid wurde zu Stolz. So dann hauchte Allah dem Körper die Seele ein. Er hauchte Adam a.s. die Seele ein und versammelte die Engel. Allah subhanahu wa ta'ala befahl den Engeln: Werft euch nieder vor Adam a.s. Und die Engel gehorchten, allesamt, unverzüglich. Sie verneigten sich sofort, außer Iblis. Iblis verneigte sich nicht.